Hallo, heute ist Samstag und wir machen uns jetzt gleich mal auf den Weg nach Gutach ins Freilichtmuseum. Da heißt das Freilichtmuseum, ins Freilichtmuseum nach Gutach. Da waren wir zwei bis jetzt auch noch nicht und sind da auch echt schon gespannt. Amy hat irgendwie keine Lust, aber die hat gestern auch schon den ganzen Tag gepennt. Ne? Dann fährst du mit nach Gutach, hier von hier ins Freilichtmuseum. Fährst du mit? Ich glaube, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon und zeigen euch dann auch so ein bisschen, wie es da aussieht. Wir sind jetzt hier in Gutach am Vogtsbauernhof. Das ist das Freilichtmuseum und suchen den Eingang. Aber ich glaube, der geht darüber. Gehen wir doch mal zusammen gucken, oder? Wir führen uns Füße zum Eingang, weil wir haben den immer noch nicht gefunden. Füße haben aber jetzt eben hier angefangen. Also sollten wir es irgendwo finden. Gehen wir doch mal zusammen, oder? Füße führen uns weiter. Ach, wie cool, guck mal. Oh. Ach hier, das ist ja cool, guck mal. Eine schwarze Hand beim Totenkopf-Style und so. Finger aus für mich. Total cool. Hast du gesehen? Eine Metal-Schwarzwaldur. Eine Metal-Schwarzwaldur, genau. Gefällt mir. Hier ist sie nochmal mit ein bisschen drumherum. Die Metal-Schwarzwaldur. Oh, guck mal, Schwarzwälder Kirsch. Schwarzwälder Totenkopf. Nee, tatsächlich. Da ist ein Totenkopf ja. drauf. Graffiti-Style. Ist das der Künstler? Guck mal auf Deutsch. Okay. Yeah. Stefan Strumbe, Eligidor. Schwarzwald erlebt seit Jahren eine neue kulturelle Entwicklung durch die Kunst. Freie und neue Formen der künstlerischen Produktion schaffen eine provokante Sicht. Wir haben die Kasse gefunden. Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Kasse. Mal gucken. Hallo. Zweimal bitte. Und die Bonuskarte habe ich auch jetzt schon gerade noch in der Hand. Dass wir da reinkommen. Moment. Wo habe ich denn die jetzt hingeschmissen? Dann habe ich die irgendwie in der Hand. Was ist hier drin? Okay, gut, dann kein Thema. Dann ganz viel. Ja? Kann man mal Rucksack aufziehen da drin? Du hast einen kleinen Geld mehr. Ja, Rucksack aufziehen. Ja. Ist doch geil, oder? Schön, ja. Und der Hand. Okay, super. Vielen Dank. Ja, aber wenn ich so was, der Kopf war Also, weg. Wir sind jetzt drin, haben zwei Tickets. Der Preis ist 12 Euro pro Ticket. Dafür kann man dann halt den ganzen Tag drin bleiben. Und Bundeskarte gilt nicht, ist aber auch kein Problem. Jetzt schauen wir doch mal. Es ist hier noch so ein bisschen Verkaufsraum drin. Museumsrestaurant. Oh, hier gibt es Kuchen. Ja, Familienplatte mit Schnitzel. Der lacht einen doch direkt an, oder? Drei Stück für mich reserviert. Oh, dann versuch's mal. Guck mal, die haben die Schnitzelplatte, aber da können wir jetzt nicht drauf filmen, um Gottes Willen. Geh mal jetzt mal raus. Amy wartet auch schon. Wow. Hey! Geh mal gucken. So aufgebaut wie ein Kommand. Da kannst du einfach durchwandern. Es sind knapp 2 Kilometer Fußweg. Sehen wir dann nachher noch. Und da sehe ich schon die ersten Schwarzwaldhäuser. Das erinnert mich an Süß von der Schwarzwaldklinik. Wo ist es nochmal? Oben bei der Rothausbrauerei. Bei der Rothausbrauerei, genau. In, das ist auch so ein super altes, ist ja auch ein Museum mittlerweile drin. Da waren wir letztes Jahr in den Grafenhaus, genau, fahren wir dieses Jahr nicht mehr hin. Aber ihr könnt auf unserer Seite auch noch gerne das Video vom letzten Jahr gucken und auch gerne liken und uns ein Abo da lassen. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ja. Ist schön, ne? Hermann Schindelhaus, 1612.
unserer Linken. Ne, das ist der Vogtsbauernhof, okay. Und im Hermann-Schiele-Haus ist eine Toilette. Wir stehen jetzt vor dem Vogtsbauernhof. Der ist gebaut worden im Jahre 1612 und war halt ein Bauernhof, ne? Wie der Name schon sagt. Da gehen wir jetzt auch gleich mal rein und schauen uns mal an. Oh, da ist sogar eine Hundemitte davor. Komm, wir mal gucken. Guck mal, Amy. Da muss der Hundekrüte drin schlafen, Mama. Guck mal, du liebst mir vor. Oder Amy, guck mal da. Kann man gucken. Oh, stell dich vor, du gehst abends ins Bettchen und die Hunde früher sind da reingegangen. Amy scheint es nicht so schwer. Die denkt so, zu interessieren, nichts für mich. 1612. Genau, ich bin ein besseres gewohnt. Richtig, sie ist besseres gewohnt. Ach, guck mal da, das ist bestimmt der Stall, ne? Wow. Nee, das ist. Da ist es. Ah, ja, du gut. Gut, Acha. Bauhofsbauer, ne? Oh. Ja, an den Speicher. Amy! Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ja auch richtig so, weil die Leute, die sollen sich das ja auch in live ansehen. Und deshalb möchten wir auch dann nicht alles hier abfilmen. Ja. Wenn so ein paar Ausschnitte ja, sind. Ja, stimmt schon. Ein paar Ausschnitte. Man sieht hier auch ganz klar, dass die Leute früher sehr kleinwüchsig waren. Denn ich kann zum Beispiel, meine Frau kann das mal gerade filmen. Bitte, ich höre mal gerade. Ich kann hier nicht stehen. Und muss hier in der Decke gebückt laufen. Und gerade auch, wo die Balken sind, musste auch aufpassen. Hatte auch mit der Ernährung früher zu tun. Mangelernährung und alles, da wurden die Menschen nicht so groß wie heute. Dieses Haus habe ich eben angezeigt schon, oder dieser Speicher, Vorratsspeicher, ist aus dem 16., ich glaube so 15. Jahrhundert, ne? 1606. Oh, das funktioniert sogar. Oh, jetzt hat er sich dran. Hier kannst du sehen, wie das früher ausgesehen hat. Speicher sahen alle gleich aus? Fragezeichen. Müssen wir gleich doch mal lesen. Wenn wir nicht stehen, das kriege ich hin. Hier. Ich faszinieren ja immer wieder die alten Kamine hier, ne? Oh, ein alter Schirm aus dem Mittelalter. Den ich jetzt doch tragen muss. Eine alte Nähmaschine. Oh, die Tischelchen, die sind so schön. Letzte Vogthofbäuerin. Oder? Hier sieht man wieder die Betten. Definitiv kleiner als unsere heute. Aber es geht auch noch kleiner. Amy ist jetzt eingetötet worden. Hähnchen. Na, guck mal. Hier ist die Waschschüssel. Mit Wasser. Ich kann nicht stehen. So haben die früh gekocht, ne? Riecht noch danach, ne? Riecht noch danach. Das ist ja auch die Rauchküche. Die Rauchküche, die ist geräuchert worden? Oder schwarze Nein. Küche. Der war genau wie früher die offenen Küchen bei uns. Da war nur eine Herdstelle oder was, wo das offene Herd war. Nur hier
ist halt eben da kein Rauchabzug war, blieb der ganze Rauch hier, die ganze Insel. Weil der auch so niedrig ist. Haus? Das stand wahrscheinlich zu Weil, guck mal, das stand. Und diese Decke hing in Speck und Würste, die vom aufsteigenden Rauch konserviert wurden. Also wurde doch geräuchert. Brennen Backholz. Ach, guck mal, da steht so ein alter Ofen. Hier riecht auch rauchig. Aber hier machen die noch. Brot morgen wieder. Der Holzwurm im Wandschrank. Kann ich so halbwegs stehen, aber ist auch alles schon gut. Ja, guck mal, wo draus ist. Lehm und Teer. Echtes Meeresus. Nee, Meeresus. Und mein absolutes Lieblingsgewächs, Efeu. Scheint aber immer schön regelmäßig geschnitten zu werden, weil sonst wäre es mittlerweile über komplett allen Häuser. Erfahrungsgemäß. Ja, da brauche ich eigentlich die ganzen Büschel. Nerven. Das Lavendel. Lavendel ist gut für die Nerven. Gibt ja auch Lavendel. So viel können die gar nicht anbauen. Nee, gibt ja auch Lavendel-Sprays, die soll man sich abends auf... Kann ich gar nicht anbauen, wie ich dieses hier brauche. Aufs Kopfkissen sprühen, damit man beruhigt wird, einschläft. Ja, oder von innen kann man auch sehen, wie die Mühle malt. Allerdings ist es da gerade ziemlich voll drin. Deswegen gehen wir später nochmal und schauen uns das jetzt erstmal von außen. Schön so zwischen die Linden. Ja, gemütlich, ne? Kinzigtaler Speicher, weißt du, dein Speicher? Sechsundvierzig. Oh, ich kann stehen. Ja. Oh, Wein. Da gefällt mir schon. Danach in die Rauchküche und hat schönes geräuchertes zu sich in dem Weinchen dabei oder ein Bier. Neun Fässer Wein. Und da kommen noch welche. Oh, eingemacht, das ist wie bei Oma. Guck mal, die Ertrage, Wahnsinn, ne? Das ist toll. Oh, das riecht mir so alt, ne? Ja, erinnert mich gerade bei euch, bei uns im Keller von deiner Oma, das ist auch alles eingemachte noch. Genau. 1960. Genau so. Eingemachte müssen Sachen. Müssen wir eine Kellertour machen. Ja, wir müssten eigentlich Eintritt holen zu Hause. Und genau. Der ist total gechillt. Gleich, schau mal. Da hinten, schau mal, da sind wir die Kinder. Nein.
Nein, nein, das klingt eben erst einmal. Die Mama ist auf dem Bettchen. Kommst du her? Das ist ein Fletzbettchen. Das ist mal hoch, hä? Eigentlich kannst du auch Fletzbettchen. Nee, ich weiß, was du willst, aber da darfst du nicht rein. Nee. Nee, geh nicht da rein, Hase. Die Leine ist auch nicht dran. Ja, da ist wer sie, genau. Achtung. Da komm. Komm her. Komm her. Ja. Gerade runtergesprungen. Das komm hat her. Auch funktioniert. Ah, jetzt. Wir haben jetzt Pause.
Funktioniert immer noch super.